Was geht ab, liebe Leute? Tag Nummer 3. Wir waren gerade eben frühstücken, aber an dem Viktor geht es immer noch nicht so gut. Der hat es mega im Magen. Ich hocke jetzt unten wieder in der Bar und schaue jetzt Rocket Beans an. Alles, was ich verpasst habe. Juhu! Was geht ab? Schaut mal, wer am Leben ist. So halb. Wir laufen jetzt gerade in den Aldi, kaufen was ein. Dann heute Abend mal Deadpool und dann schauen wir mal, was wir machen. Bis später. Hallihallo, hier ist unser Zimmer. Da oben penne ich. Hier unten ist eine... Wo kommt die her? Aus England. Da oben ist jetzt ein Italiener hingezogen. Hier unten ist der Viktor. Wir haben uns jetzt doch noch entschieden, eine Woche länger zu bleiben. Und ich will mir gerade Geld überweisen, aber ich habe mein TAN-Gerät irgendwie vergessen. Oder zumindest finde ich es nicht. Scheiße. Hab das Scheißding doch noch gefunden. Wir gehen jetzt dann später in die Stadt und schauen uns noch ein bisschen die Stadt an. Und danach gehen wir in Deadpool. Endlich. Yeah. Wir laufen jetzt Richtung Kino, holen unsere Tickets, dann gehen wir vielleicht in die Stadt. Im Hintergrund sieht man Helikopter, die man sich hier mieten kann. Garantiert unbezahlbar. Schaut mal, wie schön das hier ist. Hinter diesem riesengeilen Gebäude ist auch, boah, sehe ich gar nichts, dahin das Museum von Melbourne. Und hier ist schon das IMAX und da holen wir jetzt unsere Tickets für Deadpool. Juhu! Wir sind im IMAX und das Screen da hinten ist ultra riesig. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht, aber der ist riesengroß. Extrem. Wir kommen gerade aus dem Film. Ich fand den Film richtig gut. Und Alter, das Kino war richtig riesig. Zwar die Leinwand war 32 auf 24 Meter. Ey, sowas, so ein großes Kino habe ich noch nie gesehen. Richtig krass. Jetzt laufen wir ungefähr noch 45 Minuten heim. Bei gefühlten minus 3 Grad im Tanktop. Ah, naja, egal. Man sieht sich später. Tschüss. No.